Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1. Ja, heute fliegen wir, also nicht wir fliegen, sondern wir fliegen hinterher. Was eine tolle Kameraperspektive ist, aber auch sehr merkwürdig. Und hier rausgesprungen wird, kann man hier irgendwie, also kann man hier... warum? Ich wollte schon sagen, warum treffe ich den Blödmann nicht? Aua! Was? Ich bin rausgesprungen. Holy moly. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Hier können wir mal das in Speer mal ausprobieren. Ist eine relativ große Karte und offene Karte tatsächlich auch. Ich kann nicht laufen. Ich konnte gerade nicht laufen. Ist das ein Auto? Boah. Die Map ist wirklich verdammt riesig. Naja, gut. Also Sniper muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da extrem versauen werde. Und auf was für eine Map sind wir jetzt hier? Irgendwas mit Osmanisch oder sowas? Osmanisches Reich oder so? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Ja, genau. Weißt du? Geil. Das war lustig. Oh Mann, ist das geil. Also dieses Spiel, ganz ehrlich, das ist der Hammer. Was ist denn hier die 3? Was ist denn das für eine wunderschöne Waffe? Ja, was bist du denn für eine wunderschöne Waffe? Auf zu C. Okay, dann doch nicht. Auf zu B. Hedefi ele geçirin. Effeli, was? Effeli, Chili, wie? Was? Effigi, Chiligi, Chiligi, Bidili, Bidili. Aua, heiß. Ach, sowas bist du. Ach, schön, dass ich das auch mal mitbekomme. Ich wusste nicht, was es ist. Tut mir leid. Also, man muss es natürlich mal austesten und vielleicht auch mal lesen. Was es durchaus hätte sein können. Oh, hier G wird gerade eingenommen. Also, ich bin aber jetzt nicht bereit, nicht bei G zu sparen. Einsatzziel Gustav verloren. Da ist gerade was zersplittert. So. Oh Mann. Und das meine ich halt wirklich. Hier sind Häuser halt wirklich fast teilweise komplett zerstört. Loop. Nein, hat nichts mit Loop zu tun. Wenn ich jetzt wieder sterbe, dann hat das was mit Loop zu tun. Aber nicht, dass er jetzt gestorben ist. Das war Glück. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ach was, ich habe jetzt keine richtige Granate mehr. Feind getroffen. Da waren zwei. Die habe ich absolut nicht gesehen gehabt vorher. Also wenn ich auch ein bisschen ruhiger bin, tut mir das natürlich sehr leid. Aber man muss natürlich sich konzentrieren, gerade bei Battlefield. Ist halt nicht so einfach, wie es vielleicht gedacht ist. Und G liegt ziemlich weit weg von den anderen Punkten. Hä, ich habe doch auf C gedrückt. Menschenskinder hier. Yeah. Wo zum... Will ich gar nicht. Darf ich hier? Nein, das war... Okay, alles gut. C, Verfolgerkamera. Hä? Drück C. Ich drück C. Ach so, im Auto macht man dann die mit C die Verfolgerkamera. Finde ich cool. Also, dass ich das jetzt herausgefunden habe. So, ich mag ja die Animation, wenn man hier durch Türen durchrennt, dass die halt... Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ich mag die Animation. Die ist richtig genial. Ich weiß gar nicht, ob das nur macht, wenn man dagegen springt. Ja, danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Hättest mich dabei aber nicht töten müssen. Holy shit. Ja, dieses halt zum Teil groß zerstörbare ganze Gebiet, das ist einfach nur der Hammer. Also, ja.
Ich weiß nicht, ob die Testversion irgendwas beinhaltet, was ja eigentlich gar nicht freigeschalten ist oder so. Beziehungsweise halt irgendwas beinhaltet, was vielleicht nur in der Vollversion. Guck mal, hier ist ein Bug. Also beziehungsweise hier ist noch was. So, das kann ich tatsächlich so gar nicht sagen. Ja. Und das nächste Flugzeug kaputt. Warum kriegt man denn hier keine Killhilfe oder sowas? Ach doch, hab ich gerade bekommen. Drücken wir mal F3. Mal gucken, wie das ist. Oh, das ist eine coole Animation. Muss man ja schon mal sagen. Das war eine relativ coole Animation. Ach, das mit der F-Tastenbelegung. So, what the fuck? Nein, F3 ist Fortschrittsbelegung. Ich habe einen Headshot gegeben. Hallo, ich kann nichts sehen. Ha! Kill! Kill! 2 Kills. Cool. Okay, das war jetzt... Ich bin so ruhig, habe ich so das Gefühl. Ich fühle mich ein bisschen zu ruhig. Tatsächlich auch. Warum kann man das... Von wo? Repariert von Georg 1C. Unser Pilot. Coole Sache, du. Boah, Battlefield sieht einfach so cool aus und es ist so langweilig, wenn man hier hinten sitzt. Was zum Teufel ist das? Just behind you! Was? Habe ich das gerade gehört oder habe ich das gerade gelesen? Oh Mann. Es ist schon ein echt... Bah. Es macht einfach so viel Spaß. 4-4. Naja, gut. Man hat hier wirklich so viel, ich sag jetzt mal, zu tun, in Anführungsstrichlein und sowas. Fallschirm öffnen! La, 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 la. Ich bin hier noch nie mit dem Fallschirm. Oh, guck mal, man kann sogar nach ganz oben schauen. Ist sehr interessant. Kann man sich auch abschießen? Nee, kann man nicht. Schade. Das hat sich sehr schmerzhaft angehört, tatsächlich. Wenn man mal schneller rennen möchte, ist das sehr gut. Außer, dass man danach halt nicht mehr rennen kann, eine Zeit lang. Eine kurze Zeit lang. Aber es ist cool. Es ist so einsam hier. Du hast ja hier wirklich gar nichts, ne? Wenn du jetzt nicht die Hoffnung hast, dass da vielleicht einer mal hier drüber fliegt von den Gegnern, hast du so gut wie gar keine Möglichkeit... Tayare Gürülü! Was? Tayare Gürülü? Hast du hier gar keine Möglichkeit, irgendwelche Kills zu machen, wa? Tal von Jabal attackieren. Ja, ist doof. Naja, da rennen wir mal zum Tal von Jabal. Hedefi zapt etmemiz lazım. Hedefi zapt edin. Ach, dieses... Das ist cool, dass es dann halt auch so, ja, so realistische Stimmen sind. Könnte türkisch sein, ne? Aber ich habe doch da auf Deutsch eingestellt. Bomber, das ist ein Bomber gewesen? Ja, natürlich. Oh, guck mal, ein Sandsturm.
hilft mir bestimmt sehr gut. Au! Wie konnte der mich denn eigentlich... Au, wie kann der mich denn sehen? Ich hab die, ich wusste ja, dass er da ist, aber wie kann er mich denn in dem Sandsturm sehen? Ich sehe ja kaum noch was hier oben. Hat damit nichts zu tun, ich weiß ja. So. Ja, also hier kannst du eigentlich wirklich, bei G kannst du auf jeden Fall nichts reißen, wenn du, normal zu Fuß unterwegs bist. Das kriegst du einfach nicht hin. Weil du brauchst so lange, bis du bei den anderen Punkten bist. Ich meine, ich habe jetzt fast, 30, ich meine, ja, 30 Sekunden her, aber du brauchst halt wirklich im Vergleich doch schon recht lange, bis du dann bei den anderen Punkten bist und sowas. Ist mir egal. Ist mir egal. Sowas von egal. Nein! Schade. Wie konnte das denn nur gehen? Wie konnte das denn nur klappen? Nein! So, gehen wir mal da beitreten. Also ganz ehrlich, ich werde auch niemals ein Flugzeug fliegen, weil ich kann das nicht. Ich kann das absolut nicht. So. Ich hoffe, mich findet hier niemand. Es kommt niemand aus Versehen von hinten einmal. Das wäre nämlich sehr suboptimal, muss ich sagen. Boom, boom. Guck mal, der Wind geht von da nach da. Und die Flagge bleibt hier. Wir haben Einsatz. Spannend. Emil verloren. Oh, hier sind auf jeden Fall mehr als zwei. Schlecht. Oh, ein Panzer. Also mich finden sie hier so schnell nicht. Wenn ich jetzt mich nicht verrate, dann finden sie mich hier nicht. Wir haben Einsatzziel David verloren. Man muss sich verraten, ganz ehrlich, sonst macht es ja gar keinen Spaß hier. Oh. Ich weiß, es ist extrem langweilig wahrscheinlich. Aber... Naja. Was? Was? Ich bin verbrannt? Wie konnte das denn passieren? Das war dumm. Also von dem Gegner. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Charlie, schade. Vielleicht hätte ich mich auch mal hinlegen müssen. Hä? Krass. Ach, der hat mich da am Ende gekillt. Es haben zwei auf mich geschossen. Und der hat mich halt am Ende gekillt. Na gut, das ist okay. Aber wenn du wiederbelebt wirst, dann bist du doch so im Vorteil, weil du ja weißt, theoretisch, wo dein Gegner ist. Hä? Wie konnte das denn jetzt passieren? Manchmal frage ich mich auch, wie Dinge passieren können, die so passieren. Das ist sehr komisch manchmal. Beitritt. Was war das denn? Mann, haben wir einen tollen Fahrer. Ich seh nichts. Ganz ehrlich, ich bringe mir kurz raus hier und dann... sammle ich mal ein bisschen Geld. Warum kriege ich denn kein Geld? Eroberung erobert. Was? Einsatzziel David erobert. Wie konnte ich denn eine Eroberung erobern? Effelitsche. Wow, hier wird auf mich geschossen und zwar komplett. Ich verpiss mich. Aua. Ja, wie kann das denn jetzt funktionieren, dass der mich killt? Ach, mit einem Headshot. Okay, gut. Nö, dann ist alles gut. Das ist durchaus möglich. Manchmal verstehe ich das tatsächlich nicht.
Um Battlefield übrigens zu spielen, brauchst du die neueste Version des GeForce-Drivers. Des GeForce GameReady-Drivers. Ich wurde so oft angemeckert. Ja. Also ich glaube die 373 brauchst du dafür. 373.06. Aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Und dieses Flugzeug ist abgestürzt. Und das klang recht geil. Helle Bellele. Sag ich mir auch die ganze Zeit. Wieso habe ich denn jetzt gar nichts getroffen? Na, mit Sicherheit. Ach, schade, jetzt bin ich ja noch am Gas gestorben. Schade, schade, schade. Ja, gut, das war jetzt natürlich nicht so berauschend, was ich jetzt gemacht habe. Ah, komm, 6-9 ist okay. Ach ja. Manchmal habe ich so hohe FPS-Zahlen, aber hier auf dieser Karte sind sie auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Da liegen sie ein bisschen im Durchschnitt über 80. Es sieht jetzt nicht so hundertprozentig flüssig aus, merkwürdigerweise. Also ich bin auch ehrlich, ich habe keine Ahnung wieso. Ich liebe die Springanimation, aber die war ja schon immer recht gut. Beziehungsweise schon seit Battlefield 4 recht gut. Also daher. Okay, also in der Maske kann man halt nicht zoomen, logischerweise. Das musste sein, tut mir leid. Mensch. Au. Mann. Lewis Gun. Ich hasse die. Lewis, Louis, keine Ahnung. Ach. Dieses Spiel ist so krank. Also wir liegen aktuell noch vorne, ne? Aber nicht mehr so deutlich. Leider Gottes. Ich möchte jetzt zu C und möchte C einnehmen, Gottverdammt, yeah. Ich brauche Punkte. Points. Noob. Nein, hat nichts mit Noob zu tun oder so. Also, wirklich. Gar nichts. Manchmal läuft es halt nicht gut. Manchmal aber schon. Manchmal auch zu gut. Jetzt ist für die Gegner. Gefühlt. Schade, hätte klappen können. Ah, schade, schade, schade. Na gut, dann war es dann, ja, das war Pech. Guck mal, die sind auch überall, die Gegner, ne? Das ist so der Wahnsinn. 7-11. Ja. Aber mehr Punkte als in der letzten Runde. Nein, doch, noch nicht ganz. Ich hatte ja 4800. So. Was? Was? Panzer? Mich findet der hier nie. Ich habe ein Panzerabwehrzeug, ne? Ich soll da mir mal näher kommen. Dann knallt's. Wir verlieren Einsatzziel David. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Mich findet der hier nie. Lol, hier ist gerade einer von mir runtergekommen. Ne? Wir haben Einsatzziel David verloren. Oh shit. Oh shit. Schade. Feind getroffen, Pferd verwundet. Was? Stand es da gerade da, Pferd verwundet? Ja gut, das er mich hätte jetzt gesehen, das war ja irgendwo logisch. Mann, ich war schon wieder so ruhig. Passt mir gar nicht. Ich bin nicht gerne ruhig, ja. Ich bin absolut nicht gerne ruhig, das muss man dazu sagen. So, ich muss jetzt gleich noch eine kleine Animation erstellen für Games Rocket. Beziehungsweise, das mache ich halt für mich tatsächlich. Wir verlieren Einsatz.
Einfach um euch das halt auch schon zu sagen und sowas, ne? Das ist mir schon recht wichtig, dass ihr das wisst, was hier abgeht, was ich mache. Denn wisst ja, beziehungsweise einige von euch wissen ja natürlich, ich bin aktuell Partner, beziehungsweise mal sehen, wie lange noch. Ich habe eher so das Gedächtnis, ja, wenn halt nichts läuft, ja, dann gehe ich da auch wieder raus. Dass ich halt aktuell Partner bin von gamesrocket.de. Und ja. Schade, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Nein, das war eine... Ist halt eine doofe Waffe. Und da habe ich jetzt halt vor, gerade jetzt für die neuen Spiele, sprich Battlefield 1, was jetzt rauskommt, dass ich dann halt auch noch einen auglichen Vermerk am Anfang mache, dass es da jetzt halt was gibt. Sozusagen. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das andere gespeichert habe. Irgendwas ist da... Warum ist da so ein rechter, roter, kleine Balken über dem F? Was habe ich jetzt auch gesammelt? Auch... Wie zum Henker. Wie zum Henker. Wir haben Einsatzziel... Was haben wir verloren? Ach, wahrscheinlich heißt das, wie viele Gegner hier sind, oder was? Ist das möglich? Hallöchen, wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, mein Freundchen? Wo bist du? Komm zu Papa. Na komm zu Papa, los. Das muss jetzt sein. Tut mir leid. Das musste sein. Das ist mein allererster Kill damit, ja? Ich wollte das mal ausprobieren. Boah, die Springanimation ist auch cool. Man hat sogar einen Schatten. Hat man schon immer in Battlefield einen Schatten gehabt? Bin ich mir gar nicht so sicher. Also so einen guten zumindest. Au. 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 Das hat sogar wehgetan, sage ich dir. Das hat sogar wehgetan. 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 Nein, ich bin jetzt mal... Ich bleib mal kurz hier liegen, ne? Weil ich jetzt... Holy shit. Dieses Aussehen hier unten, das ist so ein bisschen grieslich. So ein bisschen komisch. Hier ist Gold? Ach nee, doch nicht. Ich habe den nicht gesehen, tut mir leid. Aber das braucht ziemlich lange, die Waffe zum Töten. Habe ich so das Gefühl. Ist ganz schön komisch. So. Habe ich jetzt vielleicht Geld bekommen, weil ich Level aufgestiegen bin? Abbrechen. Anpassen. 270, tatsächlich, man kriegt Geld, wenn man Level aufsteigt. Okay. Ich wollte mir hier für den Sturmsoldaten was holen. Und zwar, welche war das denn? War das die hier? Bin ich mir gar nicht so sicher, tatsächlich. Oder war das die hier? Über Bord, was ist denn über Bord? So. Die hat halt einen höheren Schaden, aber hat eine geringere Präzision. Also gegenüber der, ja gut, das ist halt, ne? Muss man halt, oder Hüftfeuer ist halt bei der recht gut. Und Entfernungsschaden ist halt recht wenig. Deutlich weniger. Müsste man eventuell warten vielleicht. Geht man mal hier drauf. Man kann sie ja on the fly ändern sozusagen. Sehr gut. So. Ja, die macht auf jeden Fall da mehr, die macht da mehr. Das heißt, die hier ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Beziehungsweise ist genauso gut, aber hat halt ein anderes Visier. Und deswegen schaltet man die frei. Und wählt die halt aus. Weil die ein Visier hat.
Genau. So, und man arbeitet jetzt als Sanitäter. Also nicht ich arbeite jetzt, sondern... Ach, das ist... Die hatten früher schon solche Visiere, ist ja interessant. Wusste ich auch noch nicht. Die hat auch Einzel... Ach nee, die hat auch Mehrschuss, ne? Genau. Die hat entweder Einzelschuss oder ich bin... Leg mich jetzt hier hin. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Einfach liegen bleiben und nichts machen. Der wird mich nicht finden. Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ja, okay. Also, okay. Läuft nicht. Läuft absolut nicht. Enttäuscht mich das? Es enttäuscht mich einfach. Kann man eigentlich auch so einem Kill wegrennen? Ja, ne? Müsste doch eigentlich funktionieren. Wenn man dann sagt, okay, man läuft dann einfach mal in eine andere Richtung halt. Also der hat, kriegt auch ziemlich schnell wieder volle Ausdauer dazu. Ach guck mal, da unten läuft, läuft dann so ein Messer durch. So ein Bajonett. Ich töte dich. Ich töte dich. Ja. Angriffsbefehl ausgeführt. Ach, dieses Spiel. Ja, okay, die Folge geht auch schon relativ lange, ne? Aber ich werde es noch nicht beenden. Habe ich gar keinen Grund für. Dadurch, dass es sowieso gleich zu Ende ist, die Runde. Au. Habe ich hier Panzerabwehrgranaten? Nee, ne? Also nicht offiziell zumindest. Nein, das ist... nein, das war jetzt keine Panzergranate. Moment, so. Ich renne weg vor diesem Mist. Ich renne weg. Wir verlieren. Ja, ich weiß, dass wir verlieren. Das sieht man immer wieder. Wir haben Gustav verloren. Das ist das erste Mal in dieser Runde, dass wir Gustav verloren haben, glaube ich. Naja, da müssen wir mal hier... Hedefin müdafası zaruri. Çal sala kalba bala. Aua, hä? Also es hat nicht wehgetan, ne? Also logisch. Angriffsbefehl ausgeführt. Einsatzziel Cäsar erobert. Mensch. Nee, wir gehen jetzt hier zu Emil, würde ich sagen. Emil. Ich möchte zu Emil. Zum Angriffspunkt Emil. Und da kommt auch schon ein Panzer. Sehr gut. So. Ich weiß, wir können jetzt nicht mehr viel machen, aber ja. So. Vielleicht stehe ich ja in der Statistik drin. Nein, ich glaube nicht. Ah, so, jetzt ist halt die Frage, von wo kommen die jetzt? Kommen die jetzt von da? Theoretischerweise nicht. Wir haben Albert verloren. Interessant, warum haben wir denn jetzt Albert verloren? Jetzt haben wir aber Doris noch. Was war das? Niederlage. Naja gut, schade. Schade, schade, schade. Also auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Link zum Download, Link zu dem Spiel, zu gamesrocket.de ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ich mache noch ein kleines anderes Infovideo zu Games Rocket, da mir so ein paar Dinge aufgefallen ist, die mich persönlich betreffen. Ja. Ist aber zweitrangig. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich werde jetzt noch eine Runde machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit kurz oder noch kurz Zeit. 20 Uhr werden die Folgen rauskommen, sodass ich jetzt 3 Folgen habe. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, meine Freunde, euer Labiton X.